Wo kann ich Küchensachen kaufen? Küchensachen. Ich brauche ein paar Küchensachen für meine neue Wohnung. Gehen wir. Gehen. Cool. Gehen wir. Cool. Gehen. Wir. Super. Gehen wir zusammen. Weißt du, ob es in diesem Geschäft Küchensachen gibt? Gehen wir jetzt? Ist das Geschäft wirklich bis 19 Uhr offen? Offen. Dieses Geschäft ist nie am Sonntag offen. Vergiss nicht die Anzeige vom Laden zu Hause. Anzeige. Laden zu Hause. Vom
Hast du die Anzeige in der Zeitung gesehen? Die Gläser sind heute im Angebot, nicht wahr? Angebot. Ist dieses Geschäft offen? Offen. Was ist in diesem Geschäft heute im Angebot? Hast du die Anzeige vom Möbelhaus gesehen? Vom Möbelhaus. Warum ist die Anzeige von diesem Laden auf Französisch? Französisch. Auf. Anzeige. Sind die Teller heute auch im Angebot? Teller. Die Schüssel. Die Schüssel. Eine Schüssel kostet 5 €. Oh nein, ich habe den Einkaufszettel zu Hause vergessen. Einkaufszettel. Ich brauche wenigstens 13 Schüsseln.
Schüsseln. Warum sind diese Schüsseln viereckig? Warum sind diese Schüsseln viereckig? Ich denke, der Einkaufszettel ist in meinem Geldbeutel. Geldbeutel. Manchmal esse ich Frühstücksflocken aus einem Hut. Frühstücksflocken. Der Topf ist heute im Angebot, aber nur online. Topf. Ich glaube, dieser Topf ist nicht aus Edelstahl. Edelstahl. Ich brauche eine Schüssel für meine Frühstücksflocken. Fahr mit Bus Nummer 12, um pünktlich anzukommen. Du isst gern Frühstücksflocken und brauchst eine Schüssel. Wie viele Schüsseln brauchst du eigentlich? Hast du den Einkaufszettel in deiner Handtasche? Wie gefällt dir der kleine Topf?
Ist alles in deiner Küche aus Edelstahl? Willst du wirklich Gläser aus Edelstahl? Ist dieser Topf aus Edelstahl? Ich brauche eine Schüssel für meine Frühstücksflocken. Die Dame hat gesagt, dass diese Teller billig sind. Dame. Welches Geschirr ist heute im Angebot? Geschirr. Ich sehe keinen Unterschied zwischen diesen Gabeln. Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen diesen Tellern? Tellern. Das Problem mit den Löffeln ist, dass sie so klein sind. Löffeln. Löffeln. Den. Weißt du, was das Problem mit diesen Messern ist? Messern.
Der Herr hinter der Kasse kann Ihnen helfen. Herr. Hinter. Der Herr hinter der Kasse zeigt Ihnen, wo die Sachen sind. Der Herr hinter der Kasse zeigt Ihnen, wo die Sachen sind. Der Herr hinter. Der Herr hinter der Kasse zeigt Ihnen, wo die Sachen sind. Der Kasse zeigt. Der Herr hinter der Kasse zeigt Ihnen, wo die Sachen sind. Ihnen. Wo die Sachen sind. Der Herr hinter der Kasse zeigt Ihnen, wo die Sachen sind. Die Dame in der roten Bluse hilft Ihnen. Hilft Ihnen. Gibt es einen Unterschied zwischen diesen Schüsseln? Fragen Sie die Dame an der Kasse. Kasse. Kann der Herr hinter dem Tisch mir helfen? Entschuldigen Sie bitte, wo ist das Geschirr? Geschirr. Die Dame hat viele Informationen über die Küchensachen. Ich will auch Geschirr für meine Haustiere kaufen. Der Herr hinter der Tür weiß, wo alles im Laden ist. Haben deine Eltern dir das Geschirr gegeben?
das? Weißt du, was das Problem mit diesen Messern ist? Messern. Der Herr hinter der Tür weiß, wo alles im Laden ist. Ist dieses Handtuch aus Baumwolle? Baumwolle. Bist du dir sicher, dass das Badetuch 70 Euro kostet? Badetuch. Das große Badetuch ist für meinen Hund. Das große Badetuch ist für meinen Hund. Ich suche einen Teppich aus Baumwolle. Ist das Badetuch wirklich 3 Meter breit? Breit. Wissen Sie, wie viel diese Badetücher kosten? Badetücher. Dieses Badetuch hat ein kleines Loch, darum ist es billiger. Darum. Loch.
Diese Handtücher sind aus Baumwolle, darum kosten sie mehr. Handtücher. Wie breit ist dieses Badetuch? Dieser Teppich aus Baumwolle ist perfekt. Warum ist der Teppich 20 Meter breit? Der Teppich ist echt klein, darum ist er billiger. Wissen Sie, warum diese Handtücher so billig sind? Ich habe keine Ahnung, wo die Badetücher sind. Wissen Sie, ob die Handtücher heute im Angebot sind? Könnten Sie mir sagen, wie viel die Handtücher kosten? Wissen Sie, wie viel diese Badetücher kosten? €45, bitte.
Euro. Ich habe den Topf zum halben Preis gekauft. Ich habe nur meinen Ausweis in meiner Hosentasche. Hosentasche. Meine Kreditkarte ist hier in meiner Hosentasche. Meine Kreditkarte ist hier in meiner Hosentasche. Ich habe die Küchensachen zum halben Preis gekauft. Was ist im Preis enthalten? Enthalten. Wie hoch ist die Mehrwertsteuer in Österreich? Mehrwertsteuer. Oh nein, mein Geldbeutel ist nicht in meiner Hosentasche. Das macht 82,35 €. Hast du 5,25 € dabei? Ist alles im Preis enthalten? Ist das Geld in deiner Handtasche oder deiner Hosentasche? Ist die Mehrwertsteuer im Preis enthalten? Ist
Ist die Mehrwertsteuer immer im Preis enthalten? Alles zusammen kostet 100,20 €. Ich habe alles zum halben Preis gekauft. Ich habe Topf den Topf zum halben Preis gekauft. In Amerika ist die Mehrwertsteuer im Preis nicht enthalten. Könnten Sie mir sagen, wie viel die Handtücher kosten? Könnten mir Sie mir sagen, wie viel die Handtücher kosten? Könnten Sie mir sagen, wie viel die Handtücher kosten? Außer am Samstag und am Sonntag ist der Laden immer offen. Könnten Sie mir sagen, wie weich die Handtücher sind? Könnten Sie mir sagen, wie weich die Handtücher sind? Könnten Sie mir sagen, wie weich die Handtücher sind?
Was ist in diesem Geschäft heute im Angebot? In Deutschland ist die Mehrwertsteuer im Preis enthalten. 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 Ist die Gebühr für den Lieferservice im Preis enthalten? Gebühr. Könnten Sie mir sagen, wie groß die Handtücher sind? Könnten Sie mir sagen, wie groß die Handtücher sind? In Amerika ist die Mehrwertsteuer im Preis nicht enthalten. Schna. Schna. Russisch. Dünn. Dünn. Muttersprache. Ra. Ra. Nur. Nicht. Türkisch. Einfach. Russisch. Oh, du sprichst perfekt Türkisch, Lukas. Dein Englisch ist sehr gut. Mein Englisch ist perfekt. Oh, du sprichst perfekt Türkisch, Lukas. Was ist deine Muttersprache, Max?
ist Russisch. Einfach oder schwer? Mein Türkisch ist sehr gut. Mein Türkisch ist sehr gut. Mein Englisch ist wirklich perfekt. Dein Türkisch ist wirklich toll. Dein Türkisch ist wirklich toll. Wie ist dein Englisch? Ist Russisch einfach oder schwer? Meine Muttersprache ist Türkisch. Vier. Vier. Klug. Lag. Lag. Mein Vater. Groß. Sohn. Klug. Ach, ach. Ich bin Nina. Ü. Ü. Ich bin Karl. I. I. Ich bin Karl. Es.
Es. Meine Frau ist klug. Ei, ei. Ja, ich bin Lukas. Meine Frau ist klug. Meine Frau ist klug. Ja, ich bin Lukas. Meine Tochter ist sehr klug. Meine Tochter ist sehr klug. Hallo, ich bin Karl.